Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tropico 5 und zwar zusammen mit dem Balthasar N. Ja, servus. Und mein Gegner oder mein Leidensgenosse ist der Eisreiter. Am Anfang ist es noch der Leidensgenosse. Ja, am Anfang, wenn wir noch zusammen hier gekämpft haben, zum Beispiel gegen den Vulkan. Genau. So. Die Welt hat ja, sich legen wir los. Wir müssen eine Toastdose dann starten wir ruhig. Gut. So, ich will jetzt erstmal gucken, was da in dem Palast ist. Okay. Ja, da muss man wieder irgendwas erforschen und sowas. Ausbildung. Ich glaube, da müssen wir auch was tun, irgendwie, dass die Ausbildung besser wird, kann das sein? Naja, gucken wir uns das erstmal an, ja. Ich muss jetzt auch erstmal gucken. Mal schauen, was hier los ist. Ach, da müssen wir erst was freischalten, bis wir da hinkommen, was die gerade wollten, ne? Also ich muss auch noch erst was erforschen, bevor ich da was machen kann. Okay, und dann gucken wir uns das mal langsam an, was da passiert, ne? Gut, Geldprobleme habe ich weniger. Zum Glück brauchen wir nicht mehr, wie heißt das hier? Na, das Mandat erneuern. Ja, genau, das Mandat, aber dafür hast du ja jetzt, musst du die Bevölkerung bei Laune halten, ne? Weil du ja, weil du ja jetzt freie Wahlen und solche Geschichten hast. Ja, ja. Freie Wahlen? Hatte ich nicht eine Diktatur? Ich weiß nicht, was du ausgewählt hast. Überall dreht sich jetzt gerade so ein Symbol über mir, was durchgestrichen ist mit irgendwie einer Person oder was. Was soll das mir denn sagen? Das weiß ich jetzt nicht. Okay. Keine Ahnung, da sind wohl Halsabschneider oder sowas, steht da im Text. Ist das überall so? Okay. Gut, müssen wir mal gucken, was wir so machen können. Wofür ist denn Parkplatz gut? Damit können die ihre Autos parken und einkaufen das erhöht was. Die, muss man lesen, das erhöht, glaube ich, irgendwie die Zufriedenheit bei den Arbeitsplätzen. Irgendwie so, da musst du mal gucken. Das steht, glaube ich, mit dabei. Ich kann es jetzt nicht auswendig sagen. Okay. Ja, das mache ich erstmal nicht, das gefällt mir nicht. Dafür ist das hier noch alle zu klein. Prohibition. Prohibition. Wow. Ja, was ist hier los? Oh, da gibt's jetzt Baukräne. Die gab's, glaube ich, sonst noch nicht, ne? Ich baue gerade zwar was, aber das ist anscheinend so klein, das braucht kein Baukran. Ah, das kann natürlich auch sein, wenn das Gebäude größer ist, dass man dann Baukran kriegt. So, das läuft. Ah, das ist ja was hier. Das brauche ich noch. Zigarrenfabrik ist geil. Mein Präsident, der braucht einen Zitkara. Weiß jetzt nicht, ob da ein Haus abgerissen wird, aber es sieht nicht so aus, ne? Ne. Ich wollte noch eine Plantage bauen. Jetzt muss man mal gucken. Wo die hinzimmern können. Oh, bauen wir erstmal, ne? Gucken, was dabei rumkommt. Einfach alles hinstellen, ne? Oder wie war das? Nachher gucken, oh, ja, das passt alle gar nicht zueinander. Schon ein bisschen gucken, dass man das baut, was man auch unbedingt braucht, beziehungsweise wo man meint, was man es braucht. Ein paar Hütten brauche ich noch in der Gegend.
So. Hier geht jetzt nichts mehr. Oh, Geld alle, super. Oh oh. Wieso ist das denn jetzt immer so schnell weg? War da so teure Sachen bei? Ich weiß nicht, was du alles gebaut hast. Ja, wir werden sehen. Behalte eine Zufriedenheit von den Leuten im Auge, ne? Über 50% muss sie bleiben, ne? Oder wie ist das? Ja, weil es gibt dann irgendwann mal Wahlen, beziehungsweise was die Möglichkeit. Ja. Und dann ist es schon entscheidend. Schlechte Gesundheitsversorgung habe ich. Das ist nicht gut. Ja. Jetzt habe ich zwar eine schöne Übersicht mit beliebt. Ach, die kann man nochmal anklicken. Aber da sehe ich auch nicht, wo die Unbeliebtheit sitzt, oder? Und dann muss ich da einen anklicken und der sagt mir das dann. Nee, machst du am besten über, gehst du auf den Daumen hoch, klickst du drauf und dann bist du direkt im Menü drin. Warte mal, da muss bestimmt das zu. Ja, das hatte ich schon offen, ja, da steht dann, und dann musst du, kannst du eigentlich gar nicht so viel auf dem ersten Blatt so richtig sehen. Ja, du hast ja in dem, im Daumen hoch Zufriedenheit und dann siehst du, wo die Ausprägung ist. Mhm. Du siehst dann Sicherheit, Unterhaltung, Nahrung, Gesundheitsversorgung, Religion, sehe ich gerade, ist auch bescheiden bei mir, obwohl ich eigentlich eine Kirche habe. Das können wir machen. Also das, was du mir gerade gesagt hast, das finde ich jetzt nicht so wirklich. Wenn du gehst auf den Daumen weiter, ach, das Ganze ist, ja, habe ich gemacht. Dann geht ja dieses Fenster da auf. Ja, und dann habe ich die Übersicht, Politik, oder? Ja, und dann bist du auf der Politik und auf der linken Seite sind noch die ganzen Briefmarken noch angeklebt. Ja, genau. Und da ist der zweite von oben, der mit dem Daumen hoch. Ach, der da. Da ist die Gesamtzufriedenheit, okay. Und das ist dann die Aufteilung. Okay. Dann kannst du mindestens, siehst du schon mal, wo die Hauptrubriken bzw. Hauptproblemfälle bei dir sind. Ja, okay, jetzt ist, das hatte ich gesucht, habe es aber nicht gefunden. Ich war über die Beliebtheit nochmal anklicken gegangen. Und da kam irgendwer anders dann. Meine Psychologiebücher sagen, dass ich sie belohnen sollte, damit sie immer wieder solch kluge Entscheidungen treffen. Wow, woher soll ich denn jetzt wissen, was es hier auf der Insel gibt oder nicht gibt, ne? Ja. Egal, Schicksal. Oh shit, ich habe das falsch importiert. Das Eisenbergwerk habe ich schon. Jetzt gibt's noch mehr Eisen. Naja, egal. Ja, wir müssen unbedingt was für die Schule, glaub, tun, damit das vorangeht, kann das sein? Schule habe ich, muss ich mal schauen, weiß jetzt gar nicht, ob ich schon eine habe. Zack, dein. Geld ist schon wieder knapp, 50%. Ah, dann wird die auch rot, auch schön. Okay, dann muss jetzt hier mal ein bisschen. Ah, da kommt gerade ein Schiff, das ist doch schon mal positiv. So, ich muss jetzt erstmal hier. Irgendwo habe ich eine Verordnung erlassen, die möchte ich jetzt wieder loswerden. Prohibition nämlich. So. Was da alle gibt. Okay, Geld ist wieder ein bisschen gekommen. Ich überlege gerade, wie ich Schulden zurückzahlen kann, weil ich habe nämlich noch Schulden wegen der demokratischen Geschichte da. Okay. Weil da musst du mal auf den, wenn du auf Verordnung gehst, da hast du da bei dem Reiter Weltkriege, hast du Staatsschulden. Wenn du da drauf gehst, siehst du, Staatsschulden, wo stehen die? Ja, in den Verordnungen. Ja, da bin ich schon.
Und dann hast du Weltkriege, Weltkriege, die obere Weltkriege. Register. Gibt es ja nur allgemein oder Weltkriege? Aha, bin ich jetzt auf dem. Ach, da unten ist wieder was. Weltkriege, alles klar. Staatsschulden. Na, so Staatsschulden. Und ich glaube, man hat diese 20.000, hat man da irgendwelche Schulden, oder? Sehe ich Ja, das sieht wohl so falsch? aus, ja. Schulden steht da ja und darunter steht ja eine Summe. Hm. Und wie kann ich die weggeben? Komisch, ne? So, wenn ich jetzt auf Anleihe kaufen gehe. Ah ja, Anleihe kaufen. Dann geht's weg, oder was? Ja. Okay. Aber auch nicht alles. Ich habe irgendwie habe ich noch irgendwas an Schulden. Na, muss mal gucken. Bonität, Aber das ist doch. ich habe nämlich gerade eine fette Zinsrechnung bekommen von 4.000 irgendwas. Das fand ich nämlich nicht so Okay. witzig. Das zügellose Liebesleben in ihrer Familie hat zu einer unerwarteten Schwangerschaft geführt. Schaut's eigentlich mit der Forschung aus? Ist immer noch nicht so weit. Präsident, in Übereinstimmung. Oh, was will er denn jetzt eh? Das muss ich jetzt nicht machen, oder doch? Verfassung hat er mir jetzt aufgemacht. Ich weiß nicht warum. Du hast die nächste Stufe erreicht. Schon Verfassung wieder? gibt's Ach nicht. Gott, du glaubst es nicht. So schnell will ich doch gar nicht wachsen. Nein, das eine war das Wahlrecht und so, und jetzt ist da so ein Gummiadler und da kannst, glaube ich, Sachen auswählen. Musst du mal Okay. gucken, aber ich habe es vorhin auch verpennt. Ich habe einfach auf OK gemacht. Bauen Sie einen Trockenduck. Finde ich denn das? Trockenduck. Ja, Kompass. So, jetzt muss ich nur schnell was bauen. Ich bräuchte mal wieder irgendwie ein bisschen Geld oder so, das wäre manchmal nicht Okay. so schlecht. Kommen bei dir keine Frachter, bei mir kommen die immer. Ja, aber ich habe immer noch 7.000 miese. Oh, da gibt's Tendenz noch. steigend, irgendwo habe ich einen großen Verbrauch und irgendwas. Okay. Das läuft. Das brauche ich auch noch. Passt. Da arbeiten wir dran, dann sind die bestimmt gleich alle glücklich. Oh, da ist ja noch so ein Symbol. Da wollen wir das Aufgrund mal des anklicken. Krieges steigt der Stahlpreis ständig an. Wir sollten jetzt davon profitieren. Okay, warum steht dieser Baukran da so still rum und es passiert nichts? Das ist nicht gut. Und so keine Straße vielleicht dort oder so? Nee, das ist mit der Straße nicht das Problem irgendwie. Das ist der Bau. Ich baue ja erst, also. Und das ist direkt an der Straße. Eigentlich dürfte das nicht das Problem sein. Oder kein Geld. Weil kein Geld ist, glaube ich, kein Bauen. Wenn du Okay. im Miesen bist. Wenn ich mich nicht täusche. Wenn Ach, ich da so mich so hinten, recht. super. Nee, Geld ist ja eigentlich auch noch vorhanden, oder so ist nicht genug Geld vorhanden, das weiß ich jetzt nicht. Hast du Arbeiter in deinem Baubüro? Das ist das Transportbüro. Ja, sind genug drinne. Aber vielleicht braucht man schon ein zweites Baubüro, oder ist das nicht so wild? Eigentlich nicht, oder? Naja, eigentlich nicht. Bis jetzt konnte ich noch alles ohne Probleme bauen, ohne große Und ich Verzögerungen. sehe jetzt auch nicht irgendwo, dass ein zweites. Ah, doch, da wird noch was gebaut. Ah, vielleicht ist das, dass R1 gebaut wird und dann das andere. Das kann schon möglich sein.
hat jetzt keinen anderen Sinn. Ich wollte diese Sache lieber schnell bauen. Das war jetzt zwar etwas teuer, aber sonst hätte ich das nachher nicht geschafft. Nach der Geburt des Erben schwiegen alle Tiere. Ein Lichtstrahl brach durch die Wolken. Und der Chupacabra persönlich kam zur Krippe, um sich vor dem Baby zu verneigen. Jedenfalls werden wir das in die Geschichtsbücher schreiben. Tja, super. Ein neuer Erbe. Oh, falsch was angeklickt. Ach Gott, der Erbe kommt jetzt sofort, oder was? Ah, das ist es. Frisur und sowas. Ja. Keine Mal gucken, irgendwo frisst oder irgendwo was an Geld auf, Einnahmen, Ausgaben. Ausgaben. Passt. Die Tropikaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Was, nächstes Jahr Wahlen? Wieso das denn? Tja, das habe ich dir gesagt. Da musst du mir jetzt Obacht geben. Muss ich die jetzt schon als Nachfolgerin auswählen oder was? Nein, ne? Ja, du wirst aufgefordert, einen von deinen Leuten als wählbar anzuklicken, also der gewählt werden kann. Und was eigentlich ein Gegenspieler hast oder Gegenspielerin. Okay. Aber du musst jetzt gucken, dass du innerhalb von einem Jahr oder was du Zeit hast, dass du halt die Stimmung, die Zufriedenheit hochhältst. Ja, okay. Eine großartige Zeit, Diplomat zu sein. Weil alle sonst wird es... um Verbündete für den Weltkrieg zu sammeln. Bankette und wird es dann heute zu Ende sein. Okay. Also ich muss immer über 50% bleiben, ne? Ja, sogar besser noch ein bisschen mehr, damit du nicht, ja. Ne? Ja. Weil du kannst nämlich kurz am Monatsende nochmal abrutschen. Das ist nämlich gefährlich. Ja. So, jetzt haben wir was freigeschaltet. Gucken, dass ich da noch eine Straße hinkriege. Wunderbar. Straße ist auch da. Eine großartige Zeit, Diplomat zu sein. Alle eilen umher, um Verbündete... Jetzt muss ich gucken, dass ich noch was baue. Wieder super. Und ich weiß gar nicht, wo ich das finde. Ach, da komme ich erst nochmal gar nicht dran. Ja, noch besser, ne? Hm? Ach, Leuchtturm, wofür ist der denn gut? Musst du noch gucken. Kann jetzt dann auch so nicht sagen. Ich glaube, eine Handelsroute kann es sein. Ich weiß nicht. Mal gucken. Steht wahrscheinlich, wenn ich das anklicke nur, ne? Oder wenn ich das angucke. Wahrscheinlich, ja. Bietet zusätzliche Handelsangebote. Okay, dann kriegst du halt nur Angebote. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht. Und das sieht so aus, als ob das wichtig wäre. Präsidente, wussten Sie, dass es einen Vulkan auf der Insel gibt? Nun, jetzt wissen Sie es. Na super, toll, ein Vulkan bricht aus. Echt? Ja, hast du das Erdbeben auch? Ja, gerade eben. Ist aber wahrscheinlich bei mir der um die Ecke, ne? Bei dir nicht. Ich weiß es nicht.
Ja, der zischt schon so komisch. Ja gut, aber mir zischt er auch die ganze Zeit. Ja, aber bei der mir hat das ist gesagt, er sogar dunkelbraun. Der bricht, Dampf, der da rauskommt. Er bricht gerade bei mir aus, hat er bricht einer aus, hat er mir gesagt, aber. Ja, bei dir ist er noch weißer Rauch, bei mir ist er dunkelbraun. Also er schaut eher bei mir aus. Okay, jetzt wackelt das Bild wieder. Ja, das bei mir auch. Nicht der Computer, der da schlecht ist, sondern das ist das Spiel. Ja, okay, ich glaube, das lassen wir aber vielleicht eine Runde später beben, ja, oder? Ich denke, wir speichern jetzt gerade ab. Ja, genau. Nicht, weil wir cheaten wollen, nee, sondern weil die sicher. Zeit rum ist. Weil die Zeit rum ist. Ganz blöde Erfahrung gemacht. So, okay, Speicherbildschirm hatte ich. Ja. Sollte also funktioniert haben. Ja. Gut. Ja, dann will man sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ja, und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Danke, tschüss. Bis dann, tschüss.